Ich bin Künstler aus Berlin und ich hatte zwar einen richtig tollen Plan, habe aber gemerkt, dass ich besser fahre, wenn ich es einfach alles komplett anders mache. Erstmal habe ich die Leinwand aber ganz klassisch grundiert und angefangen, meine Vorlage, die ich erstellt habe, darauf zu übertragen. Nur um dann festzustellen, dass mir das alles noch nicht gefällt und deswegen habe ich direkt erstmal die Augen verändert. Dann war der Rest des Körpers dran und da ist mir dann aufgefallen, dass mir die Hände irgendwie auch nicht gefallen und deswegen habe ich die direkt auch noch angepasst. Zu dem Zeitpunkt wusste ich dann schon, dass sich noch eine Menge mehr verändern wird und deswegen habe ich direkt als nächstes auch mal ihre Frisur angepasst. Vielleicht hattest du am Anfang kurz den Rahmen gesehen, der auf ihrer Schulter saß, der hat es jedenfalls auch nicht überlebt. Hintergrund und Kopfschmuck habe ich dann natürlich direkt auch noch verändert, weil die mir auch nicht gepasst haben. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann selber ausgebremst und habe mir einfach gesagt, ich wurschtel jetzt dann noch so ein bisschen dran rum, aber großkonzeptionell werde ich daran nichts mehr verändern. War eine gute Entscheidung, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie mit dem Bild fertig geworden. Auch wenn der Prozess jetzt ein wildes Auf und Ab war, bin ich mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden und ich finde, das Frettchen sieht fast so cute aus wie du.